Haben Sie gut geschlafen? Eine Frage, die wir häufig stellen und auch häufig gestellt bekommen. Haben Sie gewusst, dass wir rund ein Drittel von unserem Leben mit Schlafen verbringen? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Concordia TV-Sendung. Ich bin mit Denise Rudin verabredet und sie wird uns einiges erzählen, wie wir dank Sport einen erholsamen Schlaf finden. Guten Morgen, Denise. Siehst du richtig ausgeschlafen aus? Ja, guten Morgen, Nicole. Danke, ich habe sehr gut geschlafen. Du wirst heute mir und auch unseren Zuschauern zeigen, wie man dank Sport gut schlafen kann und dann auch wieder fit in den neuen Tag starten. Welche Rolle spielt da eine regelmäßige Bewegung? Sport ist ein natürliches Schlafmittel. Und wenn wir uns angestrengt haben, können wir viel einfacher einschlafen, weil der Körper müde ist. Im Prinzip hilft uns jeder Schritt, uns besser zu fühlen im Körper. Und ein gutes Körpergefühl hilft wieder gut einzuschlafen. Unsere Zuschauer interessiert natürlich jetzt, wieso du dank Sport gut schlafen kannst. Hast du uns dazu ein paar wertvolle Tipps? Zum Beispiel mit einem einfachen Ausdauertraining mit viel Entspannung. Am besten geht man in den Wald, an die frische Luft. Auf was achtet man jetzt, damit man sich beim Sport gut fühlen tut? Ja, jede Minute Bewegung ist wichtig und gut. Wichtig ist auch, dass wir regelmäßig uns bewegen. 30 Minuten körperliche Aktivität halten richtig fit und bringt auch die Ausgleichheit. Und welche Art Bewegung ist, kann von Tag zu Tag ändern. Aber wichtig ist, dass wir uns ab und zu auch in der frischen Luft bewegen und bei Tageslicht. Und wie sieht es denn aus, wenn man am Abend Sport macht? Zu oben sollte das Training einfach nicht mehr allzu intensiv sein. Ich empfehle mittels Belastungsniveau, weil wenn wir zu fest anstrengen, dann bilden wir auch viel Laktat und das hält dann eher vom Schlaf ab. Aber was sicher gut ist, ist neben Velofahren Joggen, mit dem Parkour, Volleyball, Inline. Ja. Und was natürlich auch wichtig ist, ist Entspannung im Anschluss. Hast du uns dazu auch ein paar Tipps? Genau, weil man beim Sport ja Spannung aufbauen und auch die Muskeln anspannen, ist es wichtig, dass wir jedes Training mit Entspannung aufhören. Das kann mit klassischem Stretching sein oder auch mit spezifischen Entspannungsübungen. Wieso bekommen wir dann den Körper und den Geist wieder in ein gutes Gleichgewicht? Und das lässt uns dann besser einschlafen. Das ist doch gerade gut, wenn wir gerade hier. Ja, sehr gerne. Schönes Plätzchen hast du ausgesucht. Jetzt stehen wir gerade hüftbreit an. Ja. Genau, die Knie sind locker. Mhm. Nehmen wir die Arme auf der Seite über den Kopf einschnaufen. Ja. Und nehmen die Arme von den Körper, gehen in die Hocke. Und dann langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Zuerst die Lendenwirbel. Brustwirbel. Und die Halswirbel, bis am Schluss der Kopf wieder aufgerichtet ist. Du gut. Hast du noch ein paar weitere Übungen? Ja, wir können noch etwas zu der Atmung machen. Vielleicht gerade im Sitzen, dort auf dem Bänkchen. Mhm, sehr gerne. So, und jetzt fangen wir an mit einer Atemübung. Ja. Die Atmung ist ein zentrales Element und Hilfsmittel für die Entspannung. Und bei dieser Übung variieren wir jetzt mit dem Atemrhythmus. Das heisst, wir einschnaufen auf 5 und auf 8 ausschnaufen. Ja. Die Hände kannst du auf den Bauch legen. Mhm. Parat. Ja. Einschnaufen. 2, 3, 4, 5 und ausschnaufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wichtig ist, dass wir länger ausschnaufen als einschnaufen. Okay. Gut, und dann zeigt er noch etwas mit der Muskelanspannung und Entspannung. Und das ist auch eine Übung, die du zum Beispiel könntest beim Einschlafen im Bett machen, wenn du liegst. Aber man kann sie gerade so gut im Sitzen machen. Man kann verschiedene Muskelpartien anspannen und wieder entspannen. Wir machen es jetzt mit den Händen und den Armen. Du machst Füße machen, festspannen, Unterarm, Oberarm festspannen, halten. Halten, halten und lösen. Die Atmung lässt fliessen und dann geht nochmal. Mhm. Fest anspannen, den Arm und lösen. Merkst du den Unterschied? Ja, ist angenehm. Ist gut. Gut, super. Dann haben wir es. Dann gehen wir. Mhm. Jetzt wissen wir also, wie wir dank Sport gut und auch entspannt schlafen können. Danke vielmals, Denise, für all diese Tipps.
Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danken wir fürs Hineinschauen und bis zum nächsten Mal bei Concordia TV. Schlafen Sie gut!